So, hallo. Heute hier in München, der 12.9., die Großdemo. Und hier haben wir Jürgen Fliege. Hallo Jürgen. Grüßt euch. Du bist ein Theologe und darüber hinaus, erzähl mal ein bisschen. Naja, die Menschen, die hier sich versammeln, die werden mich sicherlich nicht als Theologen nur kennen. Die sagen immer, Fliege ist der Fernsehpfarrer, weil ich einfach 12 Jahre lang jeden Tag eine Sendung gemacht habe und mich um die Menschen gekümmert habe. Und deswegen bin ich mehr oder minder so ein buntes Huhn in Schwarz-Weiß. Wie ich dazu komme, ich bin eigentlich gelernter evangelischer Pfarrer, habe da, wo ihr alle wisst, wo das Hambacher Loch ist, 14 Jahre lang meine Gemeinde gehabt, wo Dörfer abgerissen wurden, wo Bauern sich aufgehängt haben, weil sie es nicht ertragen konnten. Nach Jahrhunderten, wo ihre Familie auf einem Hof saß, den nun abgeben und wegbaggern zu müssen, das war mein Alltag. Also schwere Zeit. Und dann kam das Fernsehen und dann habe ich 20 Jahre lang Fernsehen gemacht. Wow, ganz erfahren in dieser Branche also. Ja, wie kommt es denn für dich, dass du jetzt in dieser schwierigen Zeit hier bist und auch heute sprechen wirst? Naja, ich habe eigentlich eine, wenn man so will, eine Querdenker-Tradition. Ich habe schon vor 1973, da waren sie noch gar nicht geboren, schon Berufsverbot gehabt, weil die Leute sagten, der und Pfarrer geht gar nicht, der ist sicherlich Kommunist oder Sozialist. Und 20 Jahre lang später war ich dann Scientologe, weil ich Leute verteidigt habe, die ein bisschen anders waren als wir. Also ich habe immer geguckt, wie ist das mit den Minderheiten und wie geht die Mehrheit mit den Minderheiten um und wie können Minderheiten leben. Ich bin auch einer derjenigen, die schon vor vielen, vielen Jahren Menschen, die aus Sri Lanka zu uns geflohen sind, einfach im Keller versteckt hat. Also mehr oder minder Erfinder von sowas, was man später Kirchenasyl nannte. Okay. Also ich habe da eine eigene Biografie. Und wenn man jetzt mit 73 sagt, naja, worauf warte ich denn? Auf dem Friedhof? Oder wartet noch irgendeine Unruhe von mich? Dann sehe ich auf einmal, es lässt mich nicht los, dass unsere Kirche beispielsweise Tausende von alten Menschen allein gelassen hat, weil sie die Hose voller Angst haben. Ja, und das treibt mich um. Ja. Das ist etwas ganz, ganz Trauriges für viele, viele Familien, die getrennt wurden von ihren Eltern, von Opas, Omas, die Kinder, die drunter gelitten haben. Wie sehen Sie das? Wie war das in Ihrer Familie? Haben Sie so etwas Vergleichbares? Also ich glaube, wir haben erwachsene Kinder, aber in der Kirche in Tutzing sitzt eine befreundete Familie mit ihren Kindern. 6 Kinder haben die und dieses Kind, worüber ich jetzt erzähle, ist im Grundschulalter und als die Kirche zu Ende war, weint das Kind und drückt sich weinend an die Schürze der Mutter. Und die Mutter sagt, warum weinst du denn? Wegen der Masken? Weil wir da in der Kirche mit Masken sitzen haben. Da sagt sie, nein, nicht wegen der Masken, aber ihr seid alle so verändert. Ja. Das heißt, die Sensibilität dieses Mädchens entdeckt uns Erwachsene, wie wir mit dieser dunklen Wolke von Angst, Zorn und all das, was uns umgibt, nicht fertig werden. Und das sind dann für mich Engelsstimmen, wenn Sie das mal so gestatten. Da kommt ein Engel und sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich nehme wahr, was ihr wachsen und gar nicht mehr wahrnehmt. Ich nehme wahr, dass ihr verändert habt und dass ich euch nicht mehr ganz vertrauen kann wie früher. Ja. Wie wird es denn weitergehen, wenn wir diese schwierige Zeit noch länger beibehalten? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir uns nicht verrückt machen lassen dürfen. Das meine ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen lernen, in unserer Mitte zu bleiben. Wir müssen nicht lernen zu schreien. Wir müssen nicht lernen zu schimpfen. Wir müssen nicht lernen zu fluchen. Das müssen wir alles nicht. Sondern wenn wir wirklich die Friedensstifter in diesem Land sein wollen, dann müssen wir lernen, die Dinge einzustecken. Und das ist schwer. Das ist sehr schwer. Das ist schwer. Was wäre denn ein guter Rat von Ihnen auch an die Kinder, die jetzt Tag für Tag mit der Maske drin sitzen müssen und einfach schlecht Luft bekommen und tatsächlich darunter leiden, dass die Abstände halten müssen. Das heißt, die Beziehungen zueinander, die gehen gerade kaputt und die Kinder bekommen Angst. Wie können denn die am besten damit umgehen? Indem die Eltern ehrlich mit ihnen reden. Also Kinder haben ja viel mehr Sensibilität und Tentakel, als wir normalerweise hier in ihrem Kopf verorten können. Die wissen ganz genau, wie es den Eltern geht. Und wenn die Eltern dann auch einfach mal sagen, uns ist das auch nicht geheuer, dann können die Kinder auch ein bisschen näher rücken. Und vor allen Dingen dürfen sie nicht zwischen die Stühle Schule und Eltern fallen. Dass die Schule sagt, hey, du bringst deine Oma um oder sonst was Ähnliches, wenn du nicht anständig gehorchst. Und dann kommen sie nach Hause und völlig verstört und trauen sich nicht einmal das zu sagen, was sie in der Schule erlebt haben, dass wir jetzt
in Ostfriesland einfach ein weiß gekleidetes Überfallkommando des Gesundheitsamtes eine vierte Klasse stürmt, um dort alle Kinder zu testen. Dieses ist ein Trauma, wo die ihr Leben lang von erzählen. Ja, also was stimmt. Soll ich den Kindern sagen? Habt eure Väter und Mütter lieb. Und was soll ich den Müttern und Vätern sagen? Nehmt eure Kinder in den Arm. Den Arm nehmen ist zusammenhalten. Ist wichtiger als jedes Wort. Genau, zusammenhalten. Ja, und jetzt, wie gehen Sie mit der Maske um? Wie machen Sie das? Also Gerold Hüther, der große Gehirnforscher, den wir in Deutschland haben, der sagt immer, er trägt die Maske natürlich in den Zügen und am Bahnhof und im Geschäft. Ich glaube, wir haben Fronten genug, das mache ich genauso. Also am liebsten würde ich denken, wir müssen noch eine Maske erfinden, wo drauf ein Kreuz drauf ist, wo man sagen kann, also wie viel Tod willst du denn eigentlich durch diese Maske noch erzeugen? Ja, genau. Also, dass die Querdenker zwar vielleicht eine Maske tragen, weil nicht jeder ist so reich, dass er sich pro Maskenverlust 250 Euro leisten kann durch die Polizei. Ja, das stimmt. Und was denken Sie, wie lange uns das alles noch begleiten das wird? Das weiß ich nicht. Ich wüsste nicht, warum das nächste Woche vorbei sein sollte. Ja. Und ich wüsste auch nicht, warum das Weihnachten vorbei sein sollte. Das Gesetz, was diesen Ausnahmezustand ja beschreibt, gilt ja bis zum 31. März nächsten Jahres. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ja. Bis dahin kann der Gesundheitsminister relativ machen, was er will. Genau. Also denke ich, dann wird man sagen, am 31. März, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Aber dann ist schon ein halbes Jahr lang bis Bundestagswahl. Und ob die sich da noch auseinanderraufen würden wegen der Masken, weiß ich nicht. Also wir müssen uns auf längere Zeit einstellen. Ja. Umso wichtiger ist, dass wir unsere Mitte nicht verlieren. Genau. Und unsere Liebe nicht. Ja, je länger es dauert, umso schwieriger wird es, zusammenzuhalten. Ja. Die Spaltung geht ja durch die ganzen Familien, durch die Freundeskreise. Die Menschen verlieren ihren Job. Also mich betrifft es persönlich zum Beispiel auch mit der Maske, dass ich jetzt auch Schwierigkeiten habe, weil ich keine tragen wollte. Aber wir müssen sie erst eine ab 4 Uhr tragen. Bis dahin ist ja keine Demonstration. Jetzt sind wir frei. Ja, genau. Aber was sagen Sie denn dazu, wenn die Menschen hier eine Maske tragen sollen, wo sie eigentlich gegen die Maske, gegen Nasen-Mundschutz protestieren? Finde ich nicht so schlimm. Alle Leute wissen, dass wir dagegen sind. Ja, das heißt, sie gehen da locker damit um. Muss man locker mit umgehen, wenn die sagen, guck mal, die sind nicht konsequent. Also es gibt eine tiefe Weisheit von George Bernard Shaw, der hat mal gesagt, am Anfang einer jeder tiefen Wahrheit tauchen immer erst die Heretiker auf, die alte Wahrheit bestreiten. Ja. Querdenken ist Heretiker. Und das muss man sich den Spott der anderen lange Zeit gefallen lassen. Ja. Wenn man nicht dem gewachsen ist, dann werden wir nicht weiterkommen. Also ist die Auseinandersetzung mit dem Spott und der Kritik und dem Verurteiltwerden die allerwichtigste Medizin. Ich versuche sie heute zu verbreiten. Sehr schön. Danke. Durchhalten und weitermachen. Danke. Ja? Danke.